Heute möchte ich mal etwas zum Thema Gesundheit sagen, an das viele wahrscheinlich auch noch nicht gedacht haben, weil ich werde immer gefragt, Gesundheit und Rente und dies und das und jenes. Ich bin ja ein ruhiger Typ, oder? Das seht ihr. Und viele sagen, Alex, warum bist du so ruhig? Warum bist du so ruhig? Nur das war nicht immer so. Als ich vor über 20 Jahren aus Deutschland nach Ungarn ausgewandert bin, war ich auch so gestresst, aggressiv und schnell und unruhig, nervös, immer ja in den ganzen Ämtern oder egal, wo ich dann in Ungarn war, oder haben ja auch Häuser, mehrere Häuser renoviert, war ich immer wirklich ganz gestresst, dass das vorangeht und dass nicht alles erledigt wird. Und ich wollte das alles so kontrollieren, oder dieser Kontrollzwang, wie wir Deutsche eigentlich sind, so sind wir nun mal, also ich auch. Nur das hat sich dann während der letzten 20 Jahre, hat sich das ja grundlegend geändert. Ich bin wirklich ganz ruhig geworden. So, und damals war ja Deutschland noch in Ordnung. Also ich kam ja aus einem wirklich noch in den 90er Jahren, gut, wir sahen schon Anfänge und alles, so habe ich ja auch schon mal gesagt, aber grundsätzlich war es ja schon, war jeder viel relaxter in Deutschland damals als heute. Also gar kein Vergleich. Und ich bin dafür, für dieses stressige Verhalten dann, und da ist nervös, wenn man nicht sofort was klappt oder eine andere Meinung hat oder so. Ich bin dafür von meiner ungarischen Familie auch sehr kritisiert worden. Ja, und auch in Budapest sind die Leute eigentlich viel, viel ruhiger. Es fängt schon mal beim Einkaufen natürlich an. Da wird nicht so gedrängelt und ja, ich muss schneller und ich habe noch dies und das vor und mein Yogakurs und was weiß ich. Sondern es dauert, wie es dauert. Das ist auch in den Behörden so. Natürlich, Behörden ist überall, muss man warten. Aber wenn man irgendwo irgendwas will, dann wartet einfach in Ruhe. Und macht man sich nicht selbst damit verrückt, weil das geht natürlich auch irgendwie auf den Kreislauf, auf das Herz und dann auf die Gesundheit. Und wenn ich mir auch zu viele Gedanken mache, oder dass ich irgendwas organisieren muss, das musst du nichts organisieren, das kommt alles zu dir oder es kommt halt nicht zu dir. So, auf dem Land ist natürlich noch mal ruhiger, oder? Also auf dem Land, wo ich jetzt bin und auf meiner Farm ist noch mal eine riesige Portion Gelassenheit bekomme ich dazu. Und das führt dazu auch wirklich, dass ich jetzt seit über 10 Jahren habe ich gar keine Medikamente mehr genommen. Also auch noch nicht mal diese Hype-Medikamente wie Aspirin oder sowas. Also das brauche ich auch gar nicht. Oder war seit 20 Jahren war ich sicher nicht mehr im Krankenhaus. Und das führt wirklich auch zu einer Entspannung hier in Ungarn. Das kann ich euch auch sagen, wenn ihr jetzt diese oder jene Probleme habt und euch überlegt, bekomme ich auch viele Fragen, wie ist das Gesundheitssystem hier, was kann ich da machen und wie man es in Deutschland alles organisieren würde, es würde sich hier wirklich vieles von selbst erledigen, das kann ich euch wirklich sagen. Also ich war zuletzt ja, vor 7 Jahren war ich glaube ich in Deutschland zuletzt und das war schon sehr, sehr komisch, sehr, sehr strange für mich und ich weiß, dann sind wir dort mit dem Taxi gefahren und da ist dauernd der Motor ausgegangen. Ich habe die Taxifahrer gefragt, Mensch, ist das neu hier in Deutschland, dass dauernd der Motor ausgeht? Bei der Ampel und so. Aber das ist wahrscheinlich wegen diesen Umweltscam, dass das dauernd ausgeht, angeht. Auch davon, da bin ich schon so verrückt geworden. Und hier mit meinem Toyota Hiace Diesel, der fährt einfach. Und da gibt es hier auch bei den modernen Autos, wahrscheinlich ist das auch so, dass der dauernd dann ausgeht. Aber jedenfalls, das war nur eine Sache, die mir jetzt so eingefallen ist. Jedenfalls, das hat mich auch schon dort wieder in Deutschland gestresst. Also, es ist so dieser Stress, diese deutsche Gestresstheit, so in mir ganz zurückgegangen. Aber wenn ich dann nochmal dort bin, wird das natürlich auch wieder getriggert. Also deswegen an diesem kleinen Beispiel mal, das hat schon damit was zu tun, wie es jetzt in Deutschland ist. Ja, also überlegt euch das mal. Dann nochmal eine Sache mit der Pünktlichkeit. Damals war es so, auch mit den Handwerkern gerade, da haben wir das natürlich Handwerker nicht so alles organisiert oder gerade wenn die viele Baustellen haben, dann sagen sie, kommen um 9 und dann kommen sie gar nicht oder vielleicht um 11. Aber das würde ich sagen, ist im Laufe der letzten 10, 15 Jahre wirklich sehr, sehr viel besser geworden. Und heute ist da eigentlich jeder schon fast pünktlich. Also klar, die akademische Viertelstunde hat man auch hier, aber sonst ist das wirklich schon sehr, sehr pünktlich geworden. Das wollte ich euch nur mal sagen. Also, das hat sich auch geändert. Okay, sagt mal dazu, für die, die schon länger in Ungarn leben, ob ihr es auch so erlebt, dass ihr so stressfreier geworden seid und auch die Gesundheit sich bei euch verbessert hat.
Abonniert mich auf Telegram, Kanal, alles hier drunten und unten drunter verlinkt. Fragen auch viele. Es ist alles hier drunten und unter verlinkt. Liked das Video und abonniert den Kanal. Alles klar, alles Gute aus Ungarn. Ciao, ciao.